Willkommen zurück zu Super Mario Maker 2 und heute spiele ich die Superwelt von Joey Schmo, falls er sich denn so ausspricht. Sein Level hat mir in der besten Liste gut gefallen und er hat sogar seinen Namen in die erste Map seiner Welt mit den Pfaden geschrieben. Das ist ja mal eine coole Idee. Auf geht's! Sieht damit richtig einzigartig aus. Das erste Level ist ein Cooper und ich habe 42 Leben. Die Antwort auf alles. Awesome Mix Volume 2. Ist aber richtig nummeriert. Obwohl, nee, 3-1. Da stimmt irgendwas nicht. Aber naja. Ich glaube, das ist relativ schwierig. Ja, man benennt die Level und nachdem man sie hochgeladen hat, kann man sie ja nicht nochmal umbenennen. Wenn man dann nochmal Änderungen machen will in der Reihenfolge, weil vielleicht doch ein Level besser ist und man das als erstes zeigen will. Oder vielleicht auch von der Schwierigkeit nicht ganz an die Stelle passt, wo man es ursprünglich haben wollte. Dann ändert man es ab und dann stimmen die Namen nicht mehr. Hallöchen! Oh, das war ja ein schneller Checkpoint. Macht aber extrem viel Laune. Weil die Hindernisse so abwechslungsreich und trotzdem klug sind. Man hat die Chance, drauf zu reagieren. Schönes erstes Level. Und natürlich habe ich mit Absicht ein Leben verloren, damit ich jetzt wieder 42 habe. Das ziehe ich jetzt durch die ganze Superwelt durch. Nein, natürlich nicht. Aber ich werde es zumindest jetzt noch nicht zerstören, indem ich ins Lebenhaus gehe. Level Nummer 2. Schmoving on up. Oh, das ist das ich schon gespielt habe. Glaube ich. Hat das ein Herzchen von mir? Hat es. Japski. Und ich erinnere mich gar nicht mehr. Naja, zumindest nicht an diesen ersten Sprung. Eigentlich hätte ich es ja First Try schaffen müssen jetzt. Oh, stimmt. Hier ist Beeilung angesagt. Weil man, da ein bisschen voraus muss. Man hat aber extrem viel Zeit, muss man sagen. Das passt schon. Na, jetzt wird's gefährlich. Weil der Block fährt da nur einmal dran vorbei. Und fällt dann hinten runter. Hier ist wieder das Teil. Das hängt da rum. Es dongelt in der Gegend. Echt? Man musste hier rote Münzen sammeln? Lustig. Habe ich so nebenbei gemacht, dass ich das gar nicht mehr weiß. Heppa! Jetzt wird es kurz kompliziert, weil ich einmal hier hin muss und dann wieder zurück, sobald er das aufgesprengt hat. Mhm. Yo! Normalerweise vertikale Level bin ich nicht so ein Freund von, weil man nichts sehen kann. Und genau der gleiche Fehler wie letztes Mal. Dabei muss man sich da, glaube ich, gar keine Panik machen, weil da eine semisolide Plattform drunter ist. Man kann also tatsächlich nur an den letzten beiden Spikes draufgehen. Ist nur so ein kleiner Schockmoment. So, ich glaube, mehr Level habe ich aber nicht von ihm gespielt. Das heißt, ab jetzt kommen nur noch neue Frische. Ab durch die Röhre in den Sand. Und diesmal will's der Galumba wissen. Split Squad. Ah, deswegen. Weil sie sich splitten, also aufteilen. Ich hab's kommen sehen, aber was willst du machen? Ist aber auch knapp, Mensch. Hey, und das sogar ohne Indikatoren. Wäre fast drauf reingefallen, weil der immer so kurz stehen bleibt. Ja, das ist gar nicht mal so einfach. Man darf ja nicht zu viel Schwung haben. Und gleichzeitig braucht man doch eine
ordentliche Menge davon. Hey! Bloß nicht weglaufen, Junge. Sobald diese Musik spielt, ist man für gewöhnlich unter Zeitdruck. Aber wenn man vorher stirbt, dann natürlich nicht. Dann hätte man total gelassen da durchlaufen können. Das hier sind ja Goombas, die laufen von der Kante runter. Bitte nicht wieder den Schwung wegnehmen. Freundlicher Notenblock. Die Gier nach dem Leben. Fast hätte sie mich umgebracht. Der darf nicht sterben. Habe ich aber wirklich im allerletzten Moment gesehen. Und man muss Anlauf nehmen, damit man die Schalter trifft. Hep. So. No! Ich habe wirklich erwartet, dass der viel stärker von dem Fließband nach vorne geschleudert wird. Gott, bremst der da ab. Sieht ein bisschen aus wie ein Gesicht. Jetzt nicht mehr. Ich habe ihm die Augen ausgekratzt. Ich befürchte fast, da komme ich nicht mit einem direkten Sprung hinauf. Und ich sollte recht behalten. Komischer Autoscroller. Ja, dann gehe ich erstmal hier lang. So langsam ergibt es einen Sinn. Ja, irgendwie, man weiß halt nie, sind diese Blöcke jetzt Indikatoren, wo man hinspringen soll, oder ändert sich da noch was? Aber da ich jetzt gesehen habe, dass ich da gleich an einen Schalter rankomme. Ist das okay, dass ich hier so langsam bin? Da kommt der nächste Splitter. Langsam sein ist nie gut. Wieso frage ich das überhaupt? Ja, aber viel schneller kann man auch nicht sein. Also alles in Ordnung. Ich habe nur mega die Probleme vorauszusagen, wo diese Dinger landen. Puh! Schockier mich doch nicht so. Ein weiteres Leben hätte ich jetzt hier wirklich nicht verlieren wollen. Irgendwie das Gefühl, das soll mir irgendwas sagen oder irgendwas darstellen. Sieht aus wie eine Wellenform aus Gummibälgern. Das war aber insgesamt ein sehr stimmiges Level. Es hat Spaß gemacht. Ja, auch wenn man ein Thema hat, wie jetzt diese Gummibälger, die sich aufspalten. Man muss ja nicht das ganze Level nur daraus machen. Zwischendurch ein bisschen Abwechslung. Ohne das aus den Augen zu verlieren, ist schon relativ gut. So, kurze Unterbrechung, aber jetzt kann es weitergehen. Ich habe hier immer noch 42 Leben. Wie habe ich das denn hingekriegt? Unterbewusst. Bruce Springsteen. Wäre eine Gelegenheit für ein Musiklevel. Aber wahrscheinlich ist es eine Anspielung auf irgendwas anderes. Ach, der lebt noch. Der fällt da so gemütlich und langsam in den Abgrund, dass ich den nochmal benutzen kann. Wow! Ich weiß nicht warum, aber... Das ist schwer abzuschätzen. Ich hoffe, das passt einfach, wenn man nur Fulljumps macht. Es hat ein bisschen danach ausgesehen. Aber die... Die Mecha-Koopas sinken so tief ab. Ich frage mich, warum er das Level nicht ein kleines bisschen höher gebaut hat. Weil jetzt hier über die Säge drüber, das ist so knapp. Direkt weiter. Da kommt was angeflogen. Ach echt, ich kann da einfach durchspringen. Zack, das hält einen nicht mal ein bisschen auf. Mhm. Wow. No! Ich habe mich so verschätzt, dass ich es anschließend noch retten konnte. Aus den Röhren kommt echt nichts raus.
So 50 Hammerbruder. Schmo! Ach, das ist ein Secret. Und jetzt steht da schon wieder irgendwas, was ich nicht lesen kann. Oder es sollte wirklich nur Schmo heißen. Und anschließend nichts mehr. Sieh an, da geht's auch noch rein. Und jetzt kriege ich hier einen Boss. Eine Treppe aus quergelegten Trampolinen. Trollfaktor 9000. Au. Oh. Das ist aber sicher nicht alles, was ich hier machen muss. Yes! Das fällt mir auch jetzt zum allerersten Mal auf, dass dieser Laserstrahl, wahrscheinlich wegen der Schwerelosigkeit, langsamer ist als normal. Also das Spiel ist quasi so programmiert, die Gegner kriegen nicht irgendwie eine andere Physik, sondern sie werden einfach insgesamt langsamer gemacht für diese Schwerelos-Level. Und davon ist der Laser dann auch betroffen. Das ist ja witzig. Nein! Das macht er aber gerne, die Blöcke gerade so außerhalb der Reichweite zu platzieren. Moment, wieso? Wieso lebt die da oben jetzt noch? Hab ich irgendwas verpasst? Das war mehr als eine. So wie hier. Fast zu gierig gewesen, wollte zu viel. Frag mich gerade, was da jetzt dann gleich noch passiert. No! Ja, die Trampoline gehen leicht über die Tür hinaus. Und so lang kommt man da dann auch nicht rein. Ja, ich werde sogar angeteasert. Wenn man es nicht gefunden hat. Kaiserblock? Für einen Moment habe ich gerade wirklich an meiner Weltanschauung gezweifelt. Weil Joe Schmo bisher überhaupt nicht den Eindruck gemacht hat, als würde er solche Trolls einbauen. Und tut er auch nicht. Kanone ist feuerbereit. Ach nee, stimmt nicht. Da kommt noch was aus dem Boden. Ich habe noch was vor mir. In dieser Oase mitten in der Wüste. Trigger King. Wird mich das Level triggern? Hier passiert wieder mehr, als ich überhaupt begreifen kann. Noch bin ich am Leben. Jesus! Beeilung, Beeilung, Beeilung! Den brauche ich definitiv. Ich hatte es eigentlich damit gerechnet, dass der drauf geht. Ja, ist knapp. Ist echt knapp bemessen. Haha. Also, ich gehe hier hin und dann Big Boy Sprung direkt rüber. Ich... Was? Frosch? Das Ding ist an Land praktisch unkontrollierbar. Zum Glück bin ich jetzt nicht mehr an Land. Unter Wasser ist es... Unter Wasser ist es zumindest erträglich. Oh. Kriege ich jetzt? Ah ja. Aber irgendwie ist das auch weird, weil man immer noch weiter schwimmt, wenn man losgelassen hat. Aber auch nur, wenn man sich mitten in der... Selber schuld. Mitten in der Animation befindet. So, jetzt wird's eng. Und das wird nichts mehr. Ich meine, klar, der Autoscroller schiebt mich mit, aber... Man ist einfach nicht agil genug. Ach, jetzt auf einmal? Boah, ich bin mir nicht sicher, ob ich da durch kann anschließend. Du lässt mich mal schön in Ruhe. Ich habe halt echt überhaupt kein Gefühl für das Ding. Sag mir jetzt nicht, die war nur optional.
Nee, nee, du. Mit dir lege ich mich mal lieber nicht an. Ich brauche eigentlich... Das hat's mich jetzt gekostet. Kannst du das nicht irgendwie aufmachen, Bum Bum? Nein. Soll ich den erstmal attackieren lassen? Was hat denn der für eine Homing-Funktion? Wow. So. Soll er mir mal einfach nicht auf den Sack gehen. Sieht immer noch weird aus, wie man in die Röhren reingeht als Froschkostüm. Ach, jetzt bin ich wieder unter Wasser. Ich nehme die mal mit. Als kleine Lebensversicherung. Oh! Der Explosionsradius hat mich erfasst. Ist eigentlich mein Job. Ich meine, selbst komme ich nicht an diesen P-Switch ran. Das muss also Bowser irgendwie für mich übernehmen. Es wäre mir allerdings neu, dass er das kann. Wenn er jetzt eine Bombe schmeißt und den gegen den P-Switch donnert. Kann der Froschanzug irgendwas, was ich vergessen habe oder nicht weiß? Ich meine, eine andere Möglichkeit... No, das ist so schwer. Eine andere Möglichkeit wäre, ihn so lange mit den Eiszapfen immer wieder anzugreifen, bis er halt stirbt. Aber dann komme ich ja anschließend immer noch nicht durch die Sägen dadurch. Das ist es, was mir Probleme bereitet, konzeptuell zu verstehen. Es ist halt nur wirklich nicht leicht, die Eiszapfen so fallen zu lassen, weil er sich auch nicht normal bewegt, sondern immer noch von den Sägen weggestoßen wird. Selbst muss ich auch noch aufpassen, dass die mich nicht erwischen. Oder darf ich jetzt durch? Ist es das, was er mir sagen will? No! Bowser ist schon lange tot, aber die Clownkutsche versucht mich noch umzubringen. Sie versucht, den Tod ihres Meisters zu rächen. Ja, immer her damit. Schmo! Wir werden beobachtet. Ja, Tatsache. Das war wohl der Sinn des Ganzen. Okay. Habe ich jetzt in der Form noch nie gesehen, aber muss ja nichts Schlechtes sein. Das war ein richtig langes Castle. Hatte ich das Gefühl. So, jetzt Kanone abfeuerbereit. Bamski. Ein ein viereckiger Berg. Mount. Rechteck. Was laber ich schon wieder? Wicked Come Winter. War diese Welt ursprünglich mal größer? Weil die Nummerierung hat ja gestimmt. Nur fängt sie mit 3 an und jetzt geht's mit 4 weiter. Ich sehe Schlangen und gleichzeitig schwarz. Bisschen an der Kante hängen geblieben. Oh. Natürlich. Der hatte schon connected. Der Schneeball hatte das Power schon aktiviert. Aber weil es nicht instant die Gegner killt, sondern so eine Welle aussendet und erst die killt die Gegner, deswegen hat es nicht gezählt. Wie man wieder versucht, mich hier mit allen möglichen faulen Tricks... schlecht aussehen zu lassen. No! Was ist das denn für ein billiger Move?
Du sammelst das Leben ein und zahlst dafür mit einem. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals lernen werde, dass einen die Schlangenblöcke nicht mitnehmen. Ich stelle mich drauf, erwarte, dass ich da mitfahren kann, wie mit einem ordentlichen Vehikel. Nö. War auch noch nie so in keinem Mario-Spiel. Ich weiß nicht, warum ich das immer erwarte. Kann mich das treffen? Wäre schon geil, wenn du das mitnehmen könntest, Toadette. Sieht fast so aus, als könnte man es auch ohne schaffen. Ja, dauert ein bisschen, bis man den wirklich in die Hand nehmen kann. Ach, wie... Endlich habe ich mal wieder etwas gecheckt. Okay, das wäre wahrscheinlich der Bonus dafür gewesen, dass man es richtig schnell macht. Und wie viele Wege stehen mir hier jetzt zur Auswahl? Der sieht nicht schlecht aus. Nein! Brauche ich dich? So. Irgendwie denke ich immer, das Level erwartet viel zu viel von mir, aber... Wie jetzt in diesem Fall, ja, dass ich den Poki mittendrin noch erwischen muss, dass das gar nicht nötig ist. Zu viele Kaiser-Level gespielt. Und trotzdem nichts gelernt. Skill dennoch nicht verbessert. Wow! Der hat Flügel. Es nützt mir nur leider überhaupt nichts. Muss das aber auch so nah an diesem Spike dran sein? Hitboxen. Ah, was ist denn für ein Aufzug? Sammel keine Leben mehr ein. Jedes Mal, wenn ich ein Leben einsammle, sterbe ich anschließend. Den Witz hat er jetzt schon zum zweiten Mal gebracht. Und Abgang. Oh, ein Giftpilz. Luigi's Nightmare. Kann mir ja egal sein, ich bin Toadette. Haha. Das ist, glaube ich, ein bekannter Song, aber ich komme nicht drauf, wie er heißt. Noch wo, von wem er ist. Schon wieder? Tatsächlich. Das war mal ein richtig cooles Level. Und das Beste daran war, ich habe endlich mal die Klappe gehalten. Ah, oh, das geht? Kann ich da eigentlich jetzt auch von dem? Das ist ja witzig. Also, optionales Level. Mache ich natürlich trotzdem. Ein Wald im eisigen Wasser. Iron Thorpe. Stimmt! Das habe ich seit dem Trailer gar nicht mehr verwendet gesehen. Dass man mit dem Froschkostüm über Wasser laufen kann. Es ist allerdings ein Speedrun. 30 Sekunden. Oh! Ja, ich hätte es aber schon werfen müssen.
Zack, sofort wird geschwommen. Sehr ulkig. Sehr ulkig. Ich frag mich, wie weit ich komme. Aber da ja die Zielbedingung ist, dass ich das Froschkostüm behalten muss, nützt mir das nichts. Boah, diese Umstellung. Von der einen Steuerung auf die andere. Hallo? Guckt euch an, wie ich hier rumwobbel. Ich kann das Ding nicht steuern. Aber mal so gar nicht. Wieso hat man jedes Mal, wenn man aus dem Wasser rausspringt, eine andere Sprunghöhe? So, diesmal beeile ich mich. Julio! Was ist das denn? Das kann ja gar nicht funktionieren. Das Schöne ist, man bekommt hier mehr Leben zurück, als man verliert. Ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass ich mit dem Level noch eine Weile beschäftigt bin. Muss ich mit den Fischen was machen? Sind die Fische nur Deko? Sind die Fische ein Hindernis? Das Wasser ist nicht da. Das ist mein Problem. Ja, aber diesmal hätte es gereicht. Der Trick ist, man kann an den Schaltern und den Blöcken einfach vorbeischwimmen und man drückt die automatisch. Oh, come on, really? Oh, da komme ich sogar ohne Froschanzug dran. Das ist so grauenhaft. Das ist echt ein grauenhaftes Level. Ich meine, für das, was man mit dem Froschanzug machen kann, ist das genial. Aber der Froschanzug an sich ist halt echt ein Problem. Ach so. Oh, und ich bin hier letztes Mal an der Zeit gestorben. Ich habe das gar nicht realisiert. Das war ganz anders als sonst. Wann ist der optimale Zeitpunkt, das Ding zu werfen? Ganz am Ende. Also, warum das Level optional ist, ich glaube, das erklärt sich von selbst. Aber immerhin mal ein bisschen gezeigt, was mit dem Froschkostüm so möglich ist. Cool ist das ja schon, aber es steuert sich halt wie Tomatensoße. Das ist das Vorletzte. Phew. Das kriege ich jetzt noch durch. Bugbomb. Die Käferbombe. Obwohl das hintere B, das ist ja stumm. Im Englischen. Der gute alte Käfertrick. Kriegt mich jedes Mal. Ich glaube im vorherigen Part oder vor zwei Parts schon mal angesprochen. So, der öffnet das hier. Sorry, da hat Banzai Chuck Exe kurz aufgehört zu arbeiten. Ja, zu schnell. Ist gar nicht mal so leicht zu timen. Wenn man irgendwie keinen Anhaltspunkt hat. Oh mein Gott.
Und weg hier. Diesmal habe ich es gesehen, dass man da auch wieder nicht stehen bleiben darf. Hoppla. Ich mag irgendwie die Deko-Elemente von SMB3 Untergrund. Haben mir in Mario Maker 1 schon gefallen. Der kommt hier runter. Oh! Lel. Ich falle auf alles rein. Auf alles. Es ist, als ob ich hier ein Troll-Level spielen würde. Oh. Im Ernst, das ist ein Troll-Level. Ja, komm! Flieg doch noch weiter aus dem Bildschirm raus. Gott! So knapp! Danke, den Checkpoint habe ich bitter nötig. Diesmal falle ich nicht drauf rein. Ist echt, das sind Sprünge, du. Nein, kein Fallschirm. Und ich hätte es fast noch gerettet. Ein letzter Troll. Und was für einer. Ah! Wow. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Da doch dieses Face. Also wenn das wirklich als Troll-Level konzipiert war, dann Hut ab. Finale! Ziemlich cool, dass das hier eine Eiswelt ist. Ein bisschen Abkühlung. Kommt genau richtig. Boss of me now. Mhm. Bisher keine Trolls. Oh! Ja! Come on! Ein One-Shot. Wenigstens das. Moment, ich habe noch keinen Checkpoint. Please? Yes! Oh, das war ein echt sauberes Timing. Wer war das überhaupt? Gar nicht drauf geachtet. Welcher Schlawiner? Das müsste eigentlich Bowser Jr. gewesen sein, weil nur der schießt mit Feuerkugeln, ja. Das passt nur irgendwie nicht so richtig zusammen. Ich müsste langsamer sein. Noch langsamer. Oh, come on. Wie lange muss ich da warten, bitte? Damage Boost Castle ist das. Das aktiviere ich mal. Der Spike war jetzt unbedingt nötig, oder? Damage Boost again. Oh ja. Könnte so langsam mal wieder enden. Wunden.
Ich konnte gar nicht los. Ich muss aber so früh, sonst fallen die anderen zwei Dösbaddel in die Lava. Das ist irgendwie sehr beliebt geworden, das finale Level mit allen Cooperlingen auszustatten. Okay. Oh, habt ihr den echt noch gekriegt? Ja, aber jetzt passt es hier nicht mehr zusammen. Das bricht total leicht auseinander, das Level. Man darf sich hier keinen Fehler erlauben. Hätte eh nicht gereicht. Man darf nicht zu schnell sein. Man darf aber auch nicht zu langsam sein. Es gibt nur ein Tempo, mit dem man hier sauber durchkommt. Es hat kein Geräusch gemacht, ne, beim ersten Mal. Okay. Jetzt hätte ich das fast auch noch verkackt. Her mit dem Checkpoint. Finaler Boss. Es ist ein Bowser. Er kündigt sich an. Und das von Notenblöcken. Nein! Hitbox? Aha, geht immer eine weitere Stufe nach vorne. Da ist das Ding. Jetzt muss ich nur noch irgendwie drankommen, ohne zu krepieren. Bowser, ich komme. Yes! Nicer Kampf. Und es ist noch nicht vorbei. Für Bum Bum ist es vorbei. Hey, ein Blatt. Kann ich hier etwa noch irgendwo hinfliegen? Sieht nicht danach aus, sonst wäre die Kamera jetzt mit nach oben gegangen. Ich weiß nicht warum. So schwer waren die Level jetzt nicht, aber das war mit eine der stressigsten Erfahrungen, die ich je in Mario Maker gemacht habe. Und wie gesagt, ich kann noch nicht mal erklären, warum genau. Aber es war lustig. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.